Hallo liebe Leute, willkommen in den Lektionen beim Thema Bikepark mit dem Mountainbike und E-Bike. Ja, wir sind im Online-Coaching, das heißt, hier gibt es Inputs, Tipps zum Üben und man kann selber mal gucken, wie mache ich das bisher oder man kann sich auch an neue Themen rantasten. Jetzt geht es um sogenannten Holzleiter-Trails, North Shore-Trails, die gibt es wirklich in Bikeparks häufig. Die kommen eigentlich aus Kanada, als diese ganze Bewegung aufkam mit Bikeparks und Freeride-Biken. Da war es auch wirklich teilweise sehr schwierig, was da gebaut wurde mit ganz, ganz schmalen. Heute sind sie manchmal immer noch ein bisschen technisch, aber häufig auch flowig, wellig und selten, dass sie total schmal gebaut sind. Machen auf jeden Fall Spaß und ich möchte euch jetzt Tipps geben, wie ihr das Ganze angehen könnt, damit ihr noch sicherer, besser mit Holztrails zurechtkommt und auch Spaß habt dabei. Ganz klar, wie bei den ganzen anderen fortgeschrittenen Themen hier in der Bikepark-Lektion ist es so, dass die Fundamente sitzen sollten. Alle Grundfahrtechniken von der zentralen Haltung, Bremstechnik und so weiter. Jetzt kommen aber die sogenannten Slow Speed Skills. Das klingt auf Deutsch immer ein bisschen komisch. Also die Fähigkeiten des langsamen Fahrens, das Schneckenrennen, die sollte man ganz, ganz bewusst üben, wenn man quasi in Bikeparks fahren möchte und weiß, da gibt es auch viele Holztrails, weil es geht oft darum, auf relativ schmalen Brettern zu fahren und dabei auch vom Boden erhoben zu sein. Also die sind jetzt nicht auf 2 Meter Höhen, aber auf einem halben Meter kommt das schon häufiger mal vor, was natürlich das Gehirn stresst. Und da sollte dann das Fundament der Fähigkeiten, wirklich über schmale Dinger langsam fahren zu können, total gut sitzen, damit man nicht in Sturzgefahr gerät. Dafür geht man hin und sucht sich weiße Verkehrsstreifen auf leeren Parkplätzen. Man kann darauf schön dann balancieren. Man kann auch hingehen auf Bordsteinkanten, dann hat man schon so ein bisschen Höhe, was einen auch ablenkt, was dann gut ist. Seid locker am Lenker, macht die Ausgleichsbewegung intuitiv und das könnt ihr wirklich üben. Und man findet auch immer wieder mal kleine schmale Mauern oder es gibt 1000 Möglichkeiten. Man kann sich natürlich auch selber Bretter hinlegen, wenn man vielleicht jemanden kennt, der längere Bretter hat, der im Holzbereich arbeitet und so weiter und so fort. In Bikeparks gibt es im Übungsparcours manchmal auch irgendwelche Holzwippen oder Holzdinge, wo man auch schon üben kann. Aber meistens übt ihr zu Hause, dann sucht euch schmale Dinge, auf denen ihr balancieren könnt, um da wirklich immer besser und sicherer zu werden. Jetzt ist natürlich so, dass die Holzelemente in fortgeschrittenen Trails häufig vorkommen und natürlich auch bei Drops und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man das noch nie gemacht hat, steigert euch bitte Schritt für Schritt, dass ihr euch so ein bisschen akklimatisiert, dass ihr nicht immer in Panik geratet, weil ihr, wenn ihr auf einem Meter oder halben Meter hohen Holzleitern fahrt, weil ihr das noch nie gemacht habt, dann solltet ihr euch wirklich schon das schön wiederholt haben, um da ein gutes, routiniertes Gefühl zu haben. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, es ist oft Kaninchen da drauf, trotzdem bei Nässe sind die ganzen Holztrails mit Vorsicht zu genießen. Oft sind sie dann auch ganz gesperrt im Bikepark und haltet euch bitte an diese Sperrungen, weil wenn sie richtig glitschig sind, ist es auch wirklich total gefährlich. Eine Methode wäre es noch, wenn ihr vielleicht in der Gruppe unterwegs seid und ihr wollt einen Holztrail fahren, der vielleicht 30, 40, 50 cm erhöht ist vom Boden, da können sich natürlich auch mehrere Leute daneben stellen und mitgehen. Und wenn sich jemand fahrtechnisch gewappnet fühlt, aber mental so gestresst ist und wenn dann 2 Leute daneben laufen und so quasi wie so eine Sicherheitsbonus sind, dann kann es auch ganz helfen, dass diese Person durchzieht. Und wenn es die Person ins Straucheln kommt, können die anderen Personen am Ellenbogen halten und dann kann das Ganze auch safe ausgefahren werden. Oft gibt es in Bikeparks, wenn es North Shore Trails, so heißt das Ganze, oder Holzleiter Trails gibt, auch sogenannte Spiralen, wo es so ein bisschen wie so eine Spiralform runtergeht. Das macht auch Spaß. Dann sollte natürlich auch die Kurventechnik für langsame Kehren und so weiter sitzen. Könnt ihr auch gut üben, indem ihr zum Beispiel langsam um den Gullideckel runterfahrt. Eine Technik, die ich schon vorgestellt habe im Basic-Teil, ist der sogenannte Pedal Kick. Das sollte man auch auf Holztrails anwenden können. Und zwar, wenn man rollt und man merkt, man wird zu langsam, anstatt jetzt hinzugehen und immer wieder komplette Kurbelumdrehung zu machen, gibt man nur kleine Kicks, kann dann die Geschwindigkeit stabilisieren. Man hebt die vordere Kurbel kurz ein bisschen an und dann kickt man kurz in den Kettenzug und dann kriegt man mehr Geschwindigkeit und hat den Vorteil, dass die Kurbeln trotzdem nicht so sind, dass eine auf 6 Uhr ganz unten ist und so eine Disbalance entsteht oder man droht irgendwie mit dem Pedal irgendwo am Holz hängen zu bleiben. Jetzt noch für die ganz fortgeschrittenen Freunde der Holztrails und North Shore Trails. Wie gesagt, wenn es vernünftig gebaut wurde, sind die auch nie viel höher als einen halben Meter und nicht wie früher in 2 Metern Höhe, wo es einfach viel zu gefährlich ist, wenn mal was passiert.
Dennoch gibt es den sogenannten North Shore Dismount. Das heißt, wenn man auf einem schmalen Holzbrett fährt und man merkt, man schafft es nicht und man muss runter, aber mit beiden Beinen auf dem Holzbrett zu stehen, über dem Oberrohr mit dem Schritt, kann auch sehr wackelig und gefährlich sein, dass man umfällt. Dann kann man auch komplett vom Rad runterspringen und gleichzeitig damit auch mit beiden Beinen von dem Holzleiter runterspringen. Das könnt ihr erstmal so üben, dann vielleicht von der Bordsteinkante, von der kleinen Mauer. Ich zeige euch's und dann habt ihr den sogenannten North Shore Dismount auch sicher drauf. Mein letzter Tipp, wenn ihr sogenannte Wippen habt im Bikepark, die oft aus Holz gebaut sind, da ist, ihr solltet entschlossen sein, ihr könnt mehrere Leute daneben stellen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da fährt man drauf und bis zum Kipppunkt und dann kippt die Wippe erst weiter und dann ist es wichtig, wirklich rollen zu lassen. Viele packen dann noch unkontrolliert in die Bremse. Also da ist es auch gut, wenn ihr noch vielleicht einen kleinen Kick gibt, dass ihr dann weiterfahrt und die Dinger machen auch Spaß. Und ja, dann müsst ihr wirklich eine totale Entschlossenheit haben und ihr könnt euch Leute zur Sicherheit daneben stellen. Viel Spaß auf dem Holz und ja, kennt ihr ja, ich und mein Holz. Let's do it, let's roll.